Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Versenkung. Ich bin hier noch nicht ganz konform mit meinen hier. Wie heißt das im YouTuber-Sprachgebrauch-Setup? Ja, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Fast 3 Monate, glaube ich, ne? In der Zeit ist viel passiert. Wir sind umgezogen, wie man hier sieht. Das hier ist mein neues Reich sozusagen. Das ist unser neuer Dachboden, der ist ausgebaut. Aber noch ist das mehr. Ja, es ist schon mein Zimmer. Es stehen nur meine Sachen hier drin. Aber noch alles durcheinander und noch nichts sortiert und nichts großartig eingeräumt. Sagen wir es mal so. Da habe ich noch ein bisschen was vor mir. Ja, willkommen zurück. Wie gesagt, knapp 3 Monate ist her. Ich habe jetzt überlegt, wo ich aufnehme, ob ich gleich hier oben aufnehme oder unten im Wohnzimmer. Ich habe mich dazu entschieden, hier oben aufzunehmen, weil das meiste doch hier oben rumliegt und dann brauche ich weniger hier hochbringen und müsste mehr runterbringen. Ob ich dazu komme, euch alles zu zeigen, was die letzte Zeit passiert ist, das weiß ich nicht. Da müssen wir mal gucken. Nicht, dass das nachher den Rahmen sprengt, hier das ganze Video, weil natürlich ist einiges passiert in der Zeit. Ne? Ich habe ja wohl einiges gemacht. Jetzt. Man hätte mehr machen können in der Zeit, klar, aber wir waren auch ein bisschen mit dem Umzug beschäftigt, renovieren etc. pp. Wer umziehen kennt, der weiß das. Ich hasse es, umzuziehen. Oh, ätzend, ätzend, sage ich nur, ja. Jetzt kehrt langsam der Alltag hier ein und ja, jetzt, ja, sorry, dass ich hier so rumfummel hier zwischendurch. Irgendwie sieht es aus, das ist nicht normal. Ich will auch gar nicht lange drum rumeiern. Ich fange direkt mal an, weil. Anderes Laberababa, wenn dafür noch Zeit ist, kann man das später noch machen oder wenn mir irgendwas Wichtiges einfällt dazwischen, aber ja, halt, ne? Deswegen starten wir direkt los. Ich habe fertige Sachen bei, ich habe was auf den Nadeln dabei, ich habe auch noch was in Planung. Ob ich das erzähle, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, kommt auf die Länge des Videos drauf an. Mein Gerede im letzten Video von wegen, ich werde erstmal keine Wolle kaufen, weil wir sparen müssen, das hat nicht funktioniert. Natürlich nicht. Das heißt, ich habe auch ein bisschen neue Wolle hier. Ich habe auch neue Stoffe hier. Ja, und so ist das. Es geht nicht, es geht nicht. Ich hoffe, das Licht ist einigermaßen in Ordnung. Ich habe hier hinter mir noch eine Lampe. Hier ist halt noch nichts gemacht weiter, ne? Die hat halt keinen Schirm. Und wenn ich die anmache, das strahlt zu extrem. Ich habe da probiert. Hinter euch ist jetzt ein kleines Dachfenster. Und ich fand das so jetzt am angenehmsten und am sinnvollsten. Genau. Reden wir nicht lang drum rum. Starten wir direkt, würde ich sagen. Was habe ich denn fertig gemacht die letzte Zeit? Einiges. Ich würde sagen, ich fange damit an, dass ich euch mal die Teststricks zeige. Auf Instagram habe ich das schon mal gezeigt, dass ich Teststricken durfte für Mina Philipp alias Knitting Expert Designs. Die hatte dann ein Design gezeigt, also ich bin in ihren E-Mail, wie heißt das, in diesen E-Mail-Verlauf drin, dass, wenn sie Teststricker sucht, kriege ich eine E-Mail, kann man sich dafür anmelden. Habe ich gemacht, wurde ich auch genommen, war ich sehr überrascht, bin ich ganz ehrlich, weil ich denke mal, da werden sich sehr viele melden für Teststrick, aber ich durfte mitmachen. Und weil ich schon immer mal wissen wollte, wie so ein Teststrick funktioniert und ob ich das schaffe, da das zu machen, weil natürlich gab es auch eine Deadline für die Teststricks und ja, und deswegen habe ich mitgemacht. Der erste Teststrick ist der York Wool Sweater. Da ist die Anleitung schon veröffentlicht. Ich habe jetzt kein Originalbild hier. Ich kann euch nur den fertigen Pullover zeigen. Das war der erste Teststrick, wo sie mich für ausgewählt hat. Und den habe ich gestrickt. Und natürlich knallt die Farbe ohne Ende. Die ist viel dunkler, als wie ihr das jetzt hier seht. Ja. Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das der Teststrick. Den hatte ich schon öfter an, der ist super. Der hat so ein, ich zeig das mal hier, also wunderschöne Strukturmuster aus rechten und linken Maschen. Kann man das einigermaßen erkennen? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Der hat auch eine ganz besondere Konstruktion, die ich so noch nicht gestrickt habe. Das war das erste Mal. Und zwar hat man, jetzt muss ich mal eben überlegen, man hat Maschen angeschlagen
und hat erstmal hin und zurück gestrickt. Und zwar hat man zuerst die eine, ich weiß nicht, wie ich das zeigen soll, die eine Schulter sozusagen hier in kraus rechts, hier sieht man das, vor und zurück gestrickt mit verkürzten Reihen hier hinten rum. Genau. So, dann hat man die ganzen Maschen stillgelegt, dann hat man vorne Maschen aufgenommen und hat dann vorne runter gestrickt. Dementsprechend ist der Sweater, ich hatte ihn schon öfter an, der ist nicht mehr so schön gespannt, hinten höher wie, ja, man kann ihn ja auch richtig hinlegen, hinten höher wie vorne, logischerweise. Dadurch hat er eine ganz tolle Passform, meiner Meinung nach. Und der ist auch, der passt auch super und der ist auch perfekt. Ich habe mich bewusst für eine kleinere Größe angemeldet zum Teststrick, weil ich weiß, dass ich immer, dass wenn ich das in meine Größe stricke, dann wird es mir zu weit. Das beste Beispiel seht ihr gleich noch. Ja, dann hat man halt den Körper, das Vorderteil so weit runter gestrickt, wie man auch den Rücken runter gestrickt hat. Dann hat man das für die Armausschnitte Maschen abgenommen. Das sieht man hier ganz gut. Zugenommen, nicht abgenommen. Dann hat man das Ganze zur Runde geschlossen und nach unten gestrickt. Ne, genau. Da gab es die Variante, hinten das länger zu machen wie vorne. Das heißt irgendwie eine Hilo-Hem oder so. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und dann hat man ja halt den Körper gestrickt, Bündchen unten dran, war der Körper fertig. Und dann die Ärmel, hat man die Maschen aufgenommen. Und da hat man dieses Strukturmuster, dann hat man erst hier auch verkürzt reingestrickt und am Arm in kraus rechts. Und dann hat man das Ganze runtergestrickt. Oben im Muster und unten halt in glatt. Und dann unten ein Bündchen dran. Ich glaube, vorgesehen war ein anderes Bündchen. Ich mag aber die zwei Bündchens lieber. Das heißt, dann hat man oben das Strukturmuster und unten in glatt rechts. Das ist ein sehr schöner Sweater. Das ist eins meiner Lieblingsteile, weil das passt auch super. Der ist perfekt. Tragefotos gibt es bei Ravelry. Verlinke ich euch wie immer hier unter dem Video, meine Ravelry-Seite. Da ist ein Tragefoto drinne. Und den kann ich echt nur empfehlen. Der ist super. Die Anleitung ist, wie gesagt, schon veröffentlicht. Und ich habe als Wolle benutzt. Kann ich, sorry fürs Knistern. Ich habe das hier zusammengeräumt. Die Drops Nord habe ich benutzt. Fand ich eine schöne Alternative, habe ich bestellt. Das ist die Drops Nord. Die hat eine Lauflänge von 170 Meter auf 50 Gramm. Und verstrickt habe ich das mit einer Vierernadel. Die Bündchen mit 3,5, den Rest mit einer Vierernadel. Einfach weil die, ne, wegen dieses, zieht sich ja doch ein bisschen zusammen und ja. Also ein sehr schönes Wetter. Ich, ne, wie gesagt, Tragefotos sind bei Ravelry zu sehen. Kann man schauen. Ich ziehe ihn jetzt nicht über, aber der ist perfekt. Den hatte ich schon auch ganz oft an und super. Wunderschöne Konstruktion, wunderschöne Anleitung. Kann ich nur empfehlen. Genau, kann ich dazu noch was sagen? Ja, einen Fehler habe ich hier im Muster drin, aber das sieht man, glaube ich, nicht. Ne? Da habe ich einmal falsch gestrickt, weil man so ein bisschen gucken muss durch die Abnahmen am Arm, durch die Zunahmen am Arm, die man da nach und nach macht. Man muss natürlich im Muster bleiben, ne, danach. Und das ist so ein bisschen tricky gewesen. Das habe ich halt noch nicht gemacht. Und dementsprechend musste ich immer legen, wie muss ich jetzt? Und ja, und da bin ich einmal verrutscht. Aber das ist nicht weiter tragisch. Das sieht kein Mensch. Das fällt nicht auf. Also, ich sehe es nicht mehr. Und angesprochen hat mich auch noch keiner drauf, dass da irgendwas falsch ist. Also von daher, das ist so eine. Die Farbe ist Pflaume, glaube ich, hieß die Pflaume bei Drops. Drops Nord, wie gesagt. Ich glaube, Pflaume war das. Sehr schönes Teil. Verbraucht habe ich, kann ich euch sogar sagen, 388 Gramm. Also gar nicht so viel. Ich habe halt kein Originalbild hier. Ne? Ich habe nur die Teststrickanleitung hier. Sie hat mir zwar schon die richtige Anleitung rübergeschrieben, geschickt, aber habe ich mir nicht ausgedruckt, weil ich habe die ja hier. Also von daher brauche ich die mir ja nicht nochmal ausdrucken. Würde ich auch nicht abstreiten, den nochmal zu stricken, weil der echt, wie gesagt, super ist. Also ich. Ich glaube, das ist bis jetzt einer meiner besten Pullover, die mir richtig gut passen, wo ich echt nichts dran zu meckern habe. Glaube ich jedenfalls. Ja. Also, wie gesagt, das war der Teststrick Nummer 1. Danach kam nochmal ein Teststrick. Das war kurz vorm Umzug. Da habe ich überlegt, meldest du dir an oder nicht? Die Deadline war oder ist ja noch nicht, bis 13. Oktober. Ich wusste, wir ziehen am 31. August, hatte der August, ja, ne, 31. August. Ziehen wir, das heißt, die ganze Woche danach werde ich nicht zum Stricken kommen, das war mir bewusst.
Dann habe ich überlegt, dann kannst du erst so 9., 10. September eventuell damit anfangen. Scheiß, angemeldet. Sie hat mich wieder genommen und ich habe den gestrickt und ich habe den fertig schon. Ich habe den vor 3 Tagen habe ich den fertig gemacht. Der ist noch leicht feucht, aber ich habe einfach mitgemacht und ich habe es geschafft. Einfach weil das auch relativ dickere Wolle war. Ich auch mit 4er Nadeln gestrickt und 3,5er. Und hier ist halt das Problem, der ist gewaschen, der ist gespannt. Das ist auch ein Sweater, eigentlich ein langärmeliger Sweater. Ach so, dieser Yorkwool-Sweater, den ich gerade gezeigt habe, ist eigentlich ein Crop-Sweater. Der ist relativ kurz. Ich habe den aber lang gemacht. Ne? Weil so schlank bin ich nicht, dass sowas kurz anziehen kann. Das nochmal kurz vorweg, aber das kann man ja länger stricken, wie man will. Ne? So, der andere ist der. Ach, jetzt muss ich eben kurz überlegen. Wie heißt er denn nochmal? Das ist der Forage-Sweater, wird der heißen. Der ist noch nicht veröffentlicht, weil die Deadline, es geht noch bis 13. August. Die Teststricker haben noch Zeit bis 13. Oktober. Entschuldigung. Das heißt, der ist noch nicht veröffentlicht. Ich bin aber soweit fertig, weil mein Garn ist alle und deswegen musste ich fertig machen. Der sieht so aus. Das ist ein Colorwork-Sweater. Den finde ich auch sehr schön. Und wie man schon sieht, der, ja, ich würde nicht sagen, der ist zu groß, aber er ist halt doch relativ groß geworden. So, das ist mit Colorwork. Der hat hier 3 verschiedene Farben. Die Farben kann man machen, wie man will. Ich habe mich da relativ stark an die Anleitung gehalten, dass ich 3 Farben genommen habe, aber halt andere wie sie. Und halt mein Garn war alle, deshalb hat der kurze Ärmel. Das ist das Garn hier nur so. Ne? Ist blöd, ne? Das ist der Ärmel. Die sind halt kurz geworden. Also was heißt kurz? Dadurch, dass der mir halt zu groß ist, der Sweater, fangen die Ärmel halt sehr weit unten an. Und dementsprechend gehen mir die Ärmel wohl bis hier kurz nach dem Ellenbogen. Was man nicht denken würde, ist aber so. Der Körper ist auch nicht so lang, ist aber okay. Kann ich mit leben. Ich wollte halt gerne lange Ärmel und das hat nicht funktioniert. Dann hätte ich den Körper zu kurz machen müssen. Also habe ich gedacht, okay, dann andersrum. Garn hat einfach nicht gereicht. Ich habe mein Abschlussresümee hier noch nicht geschrieben, also die Maße und so. Bei den Yorkwool-Sweater habe ich eine Maschenprobe vorher gemacht, die hat gepasst. Hier dachte ich, ach, strick einfach mal drauf los. Ich habe auch extra eine etwas kleinere Größe genommen. Habe mich relativ stark an das Garn gehalten, von der Stärke her. Aber meine Maschenprobe macht doch 2 Maschen weniger auf 10 cm wie bei ihr und dementsprechend, ne, ist er halt ein bisschen größer. Ja gut, ist jetzt so, er passt trotzdem, er ist tragbar, er ist halt nur noch ein bisschen feucht. Und das ist ja halt so ein typischer Raglan von oben, kann man so sagen. Der wird direkt zur Runde geschlossen, dann wird ein Bündchen gestrickt, dann gibt es hinten im Nacken verkürzte Reihen, dass das hinten höher wird und dann fängt auch schon der Colorwork-Teil an. Finde ich hier auch sehr schön. Die Raglanine kriegt die Hauptfarbe sozusagen. Man strickt den Colorwork-Teil auch mit einer größeren Nadel. Das habe ich nicht gemacht, weil ich stricke eigentlich relativ gleichbleibend locker oder fest, wie man das sehen will, im Colorwork-Teil. So, wie gesagt, Ärmel sind halt kurz geworden. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Das muss ich halt noch sagen, dass ich nur kurze Ärmel dran gemacht habe. Da hatte man auch die Option, eine Hilo-Hemd zu machen oder normale. Weil ich halt nicht so viel Garn hatte, habe ich halt eine normale gemacht. Also ich habe schon so viel Garn geholt, wie laut Anleitung ich hätte haben müssen. Aber es hat halt nicht gereicht, ne? Ganz einfach. Fäden sind noch nicht vernäht, nur die Hauptanfangsfäden und so, aber innen nicht. Mein Colorwork-Teil sieht von hinten so aus, finde ich auch nicht schlecht, ne? Also ich, weil das ist ja so diese Einweb. Sache, ne? Wer webt wie ein und keine Ahnung. Ich finde, das muss jeder für sich selber rausfinden. Bei mir ist das so, dass ich webe ein, aber nicht nach jeder zweiten Masche oder so, sondern allerspätestens, also wenn ich da 5 Maschen dazwischen habe, webe ich dazwischen ein. Ja, weil das sind mir so lange Spannfäden. Und meins ist auch dehnbar, elastisch. Das muss halt jeder selber rausfinden. Man kann nicht sagen, du kannst nicht einweben. Oder man kann nicht einfach sagen, lieber nicht einweben, dann ist es elastischer. Und der Mensch strickt aber ganz anders. Und dann wird das doch nicht elastisch, weil die Spannfäden einfach zu kurz gelassen worden sind. Was ja auch schnell passieren kann. Dementsprechend kann ich nur den Rat geben, wenn das jemand interessiert. Macht das einfach am Probestück und probiert das aus, was besser ist. Einweben oder eben nicht. Und ich webe frei nach Schnauze ein. Wenn ich merke, boah, das sind mir zu viele Maschen dazwischen, dann webe ich ein.
Also richtig lange Spannfäden gibt es bei mir auch nicht. Genau. Ja, aber hier ist das relativ, die Spannfäden relativ kurz gehalten. Also das ist ein relativ anfängertaugliches Colorwork-Muster, wie ich finde. Ist auch ein sehr schönes Muster, ein sehr eingängiges Muster, was ja beim Gaudis-Wetter damals nicht der Fall war. Da musste man ja echt aufpassen. Der wird ja jetzt auch viel gestrickt von anderen YouTubern. Da gibt es ja jetzt einen Karl, ne? Ich hab ihn schon, ich hab ihn schon. Ja, wie gesagt, das ist der Forage-Sweater. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Das andere war der Yorkwood-Sweater, das ist der Forage-Sweater. Wie gesagt, Anleitung noch nicht veröffentlicht. Weiß ich nicht, wann das passiert. Kann ich dann aber Bescheid geben. Ansonsten, in meinen Reverie-Projekten ist das verlinkt und sobald die online ist, ist die auch, ist der zur Anleitung auch verlinkt. Also kann ich nur empfehlen. Also gestrickt habe ich das Ganze, wie gesagt, auch auf 3,5 und 4er Nadeln. Ich zeige euch jetzt mal nur stellvertretend eine Garnrolle und gestrickt habe ich das. Das geht gar nicht. Das ist ja voll hell gerade gewesen, ne? Kann man. Das ist Sandnessgarn, ist das. Sandnessgarn, die Alpaka-Ull. Entschuldigung. Ja. Mich hat auch ein bisschen erwischt, aber alles gut. Da haben 50 Gramm 100 Meter. Tut mir leid. Jetzt redet man auch noch so viel, ne? Und dann ist es noch schlimmer. Die Alpaka-Ull, 50 Gramm, 100 Meter. Wie viel ich davon verbraucht habe, weiß ich nicht. Aber von der Hauptfarbe halt, ja, das ist noch über. Da habe ich die ganzen Reste jetzt zum Knäuel gemacht. Es ist ein sehr schönes Garn. Den habe ich in meinem Wollgeschäft meines Vertrauens gekauft. Und zwar war die reduziert. So ein Knäuel kostet normalerweise 6 Euro, um die 6 Euro. Kann man sich ja mal ausrechnen, wie teuer das geworden wäre, hätte ich je Knäuel 6 Euro bezahlt. Ab denn, weil klar, ich könnte die nachbestellen, hätte es länger machen können, keine Frage. Hab die aber im Ausverkauf gekauft, da war die um die Hälfte reduziert, da kann man mal machen, dachte ich. Und hab dann angerufen und hab gefragt, ob die noch was davon da haben und die hatten nur noch einen Knäuel. Und dann dachte ich, nee, das lohnt sich nicht, dafür fährst du jetzt nicht dahin, das, egal, machst es halt ein bisschen kürzer, machst kurze Ärmel und gut ist. Ja, genau. Sandnessgarn ist das. Die Alpaka-Ull. Heißt auch nur Sandnessgarn, ne? Ich glaube, ja. Ja, gut. Das war eben, wie gesagt, der andere Teststrick. Das waren meine ersten beiden Teststrick. Bin sehr zufrieden. Mal gucken, was als nächstes kommt, ob ich mich dafür anmelde oder nicht. So ein Teststrick hat natürlich Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, wenn man eine Deadline hat, man bleibt dran und strickt das Ding auch fertig, weil man will sich ja auch nicht die Blöße geben und das nicht machen, ne? Ist ja klar, wenn man sich dafür anmeldet, dann will man das auch fertig haben. Nachteil ist eben, ja, gibt es Nachteile? Ja, man hat halt diese Deadline, ne? Und dann ist man, dann hat man irgendwie Druck hinten, ne? Und dann denkt man, nee, du kannst jetzt nicht alles machen, du musst jetzt erst das fertig machen, ne? Weil, ja, ich weiß nicht, muss jeder für sich entscheiden. Mir hat Spaß gemacht, das zu stricken, auf jeden Fall. Ist halt nur schade, dass er so kurz geworden ist, ein bisschen oversized. Und da kann halt durchaus sein, dass ich den auch nochmal machen werde, aber so, dass er auch wirklich passt und dass er länger ist. Ja, also sprich, ich würde eine Nummer kleiner stricken, auch mit so ein etwas dickeres Garn, aber halt eine Nummer kleiner und dann ist der auch toll. Ich finde auch die Farbe im Joe schön, muss ich sagen. Ja, also der ist auch fertig. Der muss noch ein bisschen trocknen. Der ist noch leicht feucht. Und der trocknet schon 2 Tage, ne? Auch bei dem Wetter. Weil ich habe den Klitsche nass aufgehangen, ne? Weil ich wollte was in Länge haben, ne? Ja. Naja, also wie gesagt, das habe ich noch nicht zu Ende eingepflegt. Bei Reverie habe ich angefangen. Aber sobald die Anleitung online ist, ist das zur Anleitung hin verlinkt. Der andere Sweater ist auch verlinkt. Genau. Das haben wir. Das waren die beiden Teststricke. Ich will da jetzt auch gar nicht. Wenn da noch Fragen sind, dann, ne? Kommentare, E-Mail, wie auch immer. Steht alles unten in der Infobox. Weil ich denke, mehr gibt es da jetzt auch gar nichts zu sagen. Ja, waren meine ersten Teststricks. Hat mir Spaß gemacht. Mal sehen, ob wir nochmal einen machen. So, das waren die Teststricks. Muss ich das jetzt abhaken? Ich habe mir hier echt ein paar Notizen gemacht, weil das schon zu lange her ist, ne? Habe ich ein Stiftelein?
Ich habe einen Stift. Ich habe einen Stift. Das ist mein Stift. Ja, ich stehe auf so einen Kitsch. Weiß ich auch nicht. Ich habe davon auch noch einen gelben und einen lilan. Ich mag das. Genau. Das war auch schon ein neuer Wollzuwachs. Das Sentinel-Garn und das Alpaka Nord habe ich mir extra für die Teststrecke gekauft. Genau, da habe ich nichts aus dem Stash genommen. Das habe ich mir extra gekauft. So, dann habe ich Spüllappen gestrickt. Die habe ich jetzt nicht hier. Die sind unten in der Küche. Sind diese einfachen Spüllappen aus Baumwolle. Habe ich gestrickt, wollte ich ausprobieren. Ich bin wirklich auch schwer begeistert davon. Hätte ich nicht erwartet. Aber ja, da mache ich mir auf jeden Fall noch mehr von. Das sind ganz einfache Spüllappen. Ich glaube, ich habe die nicht mal bei Ravelry eingestellt. Einfache Spüllappen. Die Anleitung war von keine Ahnung wen. Bei YouTube habe ich das gefunden. Einfach, wo man unten in der Ecke anfängt, zunimmt, bis man nicht mehr will und dann wieder abnimmt. So. Dann habe ich muss ich eben gucken, was blöd, ne? Auf jeden Fall habe ich noch ein paar Untersetzer für meine Mutter gehäkelt. Die seht ihr auf meiner Ravelry-Projektseite. Die habe ich auch nicht mehr hier. Die sind in Ravelry eingepflegt, auch aus Baumwolle, so bunte Dinger. Weil die hat draußen auf Terrasse jetzt einen Glastisch und dann hat die halt gefragt wegen Untersetzer. Hab ich gesagt, ja klar, mache ich, kein Problem. Ist ja auch schnell erledigt. Die habe ich auch zwischendurch gehäkelt. Könnt ihr bei Ravelry sehen, wie die aussehen. Ich glaube, das sind so eine Afghan Flowers Grannies eigentlich nur. Was anderes ist das gar nicht. Ich glaube, die heißen Afghan Flower. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube ja. Genau, ich will mich nicht lange an diesen Sachen aufhalten. Das ist Quatsch. Also da könnt ihr bei Ravelry gucken. Da ist eigentlich soweit alles eingepflegt. Dann habe ich aber fertig gestrickt von Julie Knits in Paris den Jenny Flower. Den habe ich fertig gemacht. Da war ich beim letzten Mal. Das habe ich mir extra angeguckt unter den Armen. Da habe ich gerade die. Ich muss mal eben was gucken. Da habe ich gerade die Ärmel abgeteilt und der ist jetzt fertig. Das ist auch so ein Crop-Teil. Also Crop nicht richtig, also es ist ein Oversize-Ding. Das ziehe ich immer mit einem Top an. Bin ich super zufrieden mit. Ist auch ein klasse Teil geworden. Auf Instagram gibt es da ein Tragefoto. Bei Ravelry glaube ich nicht. Wollte ich noch machen. Aber der ist auch total toll geworden. Der ist kurzärmlich, ne? Also das war, wo, wenn das jetzt so 23, 24 Grad hatte, ich den Top unter, hatte das an. War super, hab mich gefroren, ja. Also, ja, der hat ja halt Lochmuster und glatt im Wechsel. Hat auch super Spaß gemacht zum Stricken und sorry, das ist meine Nase, es tut mir leid. Und das habe ich gestrickt aus oh, einmal aus Fernerwolle, das ist das Bunte, das ist die Fernerwolle. Also immer im Wechsel, so Streifen. Und das andere habe ich auch schon mal gesagt, das war die Organic Trio. Sonst müsst ihr am letzten Video gucken oder bei Ravelry. Organic Trio, genau. Das ist ein sehr schönes Teil, wie ich finde. Das ist cool zum Überschmeißen. Gefällt mir sehr gut. Das ist fertig geworden. Genau. Das war auch das Erste, was direkt nach dem Video fertig geworden ist. Mir ist aufgefallen, dass ich sehr monogam gestrickt habe nach dem letzten Video. Wirklich ein Teil nach dem anderen habe ich gestrickt. Ich habe gar nicht so viel zwischendurch gemacht. Ich habe erst das fertig gemacht. Dann habe ich ein anderes Teil fertig gemacht. Dann habe ich was anderes gestrickt. Und dann habe ich wirklich die Teststricks nacheinander jetzt abgestrickt. Also, ich habe richtig monogam gestrickt. Ja. Also, das ist auch einmal fertig geworden. Habe ich im letzten Video schon ausführlicher darüber berichtet. Ein cooles Teil. Jawohl. So, waren schon drei relativ große Projekte, ne? Und dann könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern an meine Sterndecke. Da habe ich den Bobbel verhäkelt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Decke fertig ist. Ich habe einfach nur den Bobbel zu Ende gehäkelt, weil für eine Decke ist das einfach zu klein. Genau. Letztes Mal war ich, glaube ich, hier bei den Gelben. Ich habe keine Marker mehr drin. Und das kam noch ran, was Grünes und was Lachsfarbenes, würde ich sagen. Richtig pink ist das auch nicht. Genau. Und die ist fertig. So. Das ist natürlich jetzt eine Decke. Da kann ich mir gerade mal die Oberschenkel mit zudecken. Das war mir aber klar, dass das nicht groß genug wird. Ich habe aber immer noch keinen passenden Bobbel dafür. Der Vorteil beim Gehäkelten ist ja, man kann ja einfach wieder irgendwo ansetzen und das Ganze weiter häkeln, ne? Genau, die ist fertig. Ich denke aber, ich werde mir da keinen Bobbel mehr zu holen. Und ist einfach Ersatz-Hundedecke jetzt. Die hat ja schon meine kleine, diese, wie heißt denn die Decke hier? Diese, die Häkeldecke, die auch so viele gemacht haben. Boah, ich
ich komme nicht auf den Namen, egal. Die hat die ja schon, die ist ja nicht ganz, auch nicht ganz fertig geworden, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und das ist jetzt die Ersatzdecke, wenn die andere in der Wäsche ist, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Dafür ist die ganz gut. Ja, weil die liegt auch einfach nur so rum, weil ich gar nicht weiß, wo ich dann, was ich damit machen soll, weil die einfach zu klein ist. Auf dem Bett legen sieht kacke aus, so klein. Das ist einfach nicht schön. Das ist einfach zu wenig. Ich habe jetzt den Durchmesser auch gar nicht gemessen, aber das ist einfach zu wenig. Aber ich finde ein sehr schönes Muster. Genau, das habe ich auch fertig gehäkelt. Bobby kann ich euch auch nicht sagen, von wo der war. Den hatte ich mal im Päckchen drin. Genau, den habe ich jetzt auch verhäkelt. Das habe ich. Und dann habe ich noch eins, was ich fertig gemacht habe. Und dann sind wir schon mit dem Fertigen durch. Ich habe noch ein paar Sneakersocken gestrickt. Diese. Im Moment habe ich keinen Bock auf Socken. Weiß ich auch nicht warum. Also, das sind wirklich die einzigen Socken, die jetzt in den letzten 2,5 Monaten oder was entstanden sind. Und dann auch nur Sneakersocken, ja. Genau. Die beiden. Ganz normal. Zwei rechts, zwei links. Und das Übliche von mir. Fischstäbchen ist da dran. Runter und eine Bandspitze. Ja. Und die habe ich gemacht. Und die Wolle. Kann ich euch auch sagen. Auf 2,5 Nadeln habe ich das gemacht. Ach so, auf 2,5 Shiagu-Nadeln habe ich die gemacht. Weil ich schwärme ja mal alle so von Shiagu. Und ich habe mir jetzt auch einfach mal 2,5 Shiagu-Nadeln bestellt. Fällt mir mal gerade so ein. Habe ich mir mal bestellt, wollte ich ausprobieren. Ja. Kann man machen. Ich finde die jetzt aber auch nicht so viel anders. Das ist das Knäuelwolle. Da ist noch alles über. Sehr viel. Habe ich ja gar keine Banderole mehr von. Ich weiß nicht, was das ist. Doch, hier ist eine Banderole. Na klar, hat eine Banderole. Habe ich extra nicht weggeräumt, glaube ich. Fürs Video. Ah ja, das ist die Aktiv Sport- und Strumpfwolle Vierfach von Supergarne. Das geht gar nicht. Ja, Farbe. Interessiert das einen? Farbe 5102. Ja. Knotenfrei. 420 Meter, 100 Gramm. Übliche. Das sind einmal diese Sneakers. Genau. Das habe ich auch fertig gemacht. Und das war es eigentlich, was fertig geworden ist. Ja. Ach nee, ich habe noch was Gesponnenes fertig. Das sehe ich hier gerade. Das liegt hier so drin. Könnt ihr euch noch an das, an den Kammzug erinnern? Von der Daydream, habe ich euch im letzten Video gesagt. Den habe ich fertig versponnen und fertig gezwirnt. Dann war der Umzugstag da. Hatte keine Zeit mehr, das zu haspeln und habe es direkt auf den Wollwickler gewickelt. So sieht das aus. Das heißt, er ist noch nicht gewaschen. Ich weiß nicht, wie viele Meter das sind. Das müsste ich mal noch in Erfahrung bringen. Indem ich das haspel, habe ich noch nicht gemacht. Hatte ich noch keine Lust zu. Vielleicht lasse ich das auch einfach. Das ist ein sehr schönes Garn geworden, wie ich finde. Und das ist auch gar nicht. Naja, obwohl, doch, müsste man mal waschen, ne? Also, das habe ich zweifach gezwirnt, ja. Gefällt mir sehr gut. Und das ist fertig geworden. Müsste ich halt mal haspeln und gucken, wie viele Meter das sind. Das war Falkland. Ist auch sehr robust, die Falklandwolle, ja. Also, habe ich aber mal versponnen. Und ich finde, die hat sich auch sehr schnell verspinnen lassen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die so viel Laufmeter hat. Aber die ist nicht dick oder so. Die ist, ja, eigentlich nicht so dick. Ist normal Fingering Garn, würde ich sagen. Von der Optik her, wie Fingering Garn. Auf jeden Fall. Aber die wird nicht so viel Laufmeter haben, weil ich finde, die hat sich zu schnell verspinnen lassen. Ich spinne ja sonst ewig an so einem Kammzug, aber der ging ganz schön schnell. Da war Rucki-Zucki, war das alle. Also das habe ich auch noch fertig gemacht. Habe ich jetzt hier gerade gesehen. Spinnen habe ich im Moment jetzt gar nicht mehr, weil ich habe keine Spinnfasern mehr. Außer diese olle hier, wie heißt denn das hier? Bastelwatte oder was? Was ist das? Diese Märchenwolle. So, Märchenwolle, genau. Also einen Kammzug habe ich jetzt erstmal nicht mehr. Deswegen wird jetzt erstmal auch nicht gesponnen. Dann kann ich euch schon zeigen, was ich auf den Nadeln habe, würde ich sagen. Ne? Da habe ich gestern Abend was angefangen. Und zwar als Stash-Zuwachs habe ich noch auch aus dem Wollgeschäft diese beiden mitgenommen. Das ist ja diese Fluffelkrappel hier, Wolle hier. Das ist aber nicht die von Schachmeier oder keine Ahnung von wem die sonst war, sondern von die Katopo. Das ist. Oh. Das ist genau dasselbe. Die kostet halt nur ein bisschen weniger wie die Originalwolle. Genau. Deswegen, weil wir müssen ja sparen, ne? Man muss immer sparen. Und da habe ich gestern angefangen, das Graue zu verhäkeln. Steht auch schon so lange auf meiner Pipeline. Das kann ich auch, glaube ich, jetzt beenden, die Seite. Und da bin ich auch fast fertig. Und genau, das habe ich gestern.
Ja, was soll das sein? Das wird ein Rückenstrupper sozusagen. Da fehlt dann nur noch der eine Henkel. Ich wollte nicht mehr wie ein Knäuel verbrauchen, deswegen habe ich es nicht größer gemacht, aber ich denke, das reicht. Wenn man andere Seite noch eine hat, kann man da, ne? Ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Also ganz einfach, das sind einfach nur Stäbchen hochgehäkelt. Und ich finde das gar nicht so schwierig, die Maschen zu finden mit dem Garn. Ich finde, das geht eigentlich. Was ich nur finde, ist, das Garn läuft so schlecht über dem Finger. Das ist das Einzige, was ein bisschen blöd ist. Ansonsten finde ich das eine coole Sache. Also einfach nur Stäbchen hoch. So hoch, wie ich dachte, dass mir das Garn für das ganze Ding reicht. Das habe ich noch. Das reicht noch für den anderen Henkel sozusagen. Und dann ist das auch beendet. Genau. Und aus dem Schwarzen wollte ich mir so einen Badeschwamm machen. Wisst ihr hier, wie man auch diese kaufen kann, diese Badeschwämme. Schwämme so als Deko für ein Bad. Genau, in Schwarz. Also relativ neutrale Farben. Nichts Aufregendes. Ich glaube aber, da kann sein, wenn ich wieder denn da bin, dass ich mir da nochmal welche von mitnehme. Weil ich finde es eigentlich eine coole Sache. Das fühlt sich auch echt gut an. Ja. Mein Kaffee ist gleich alle. Ich muss bestimmt neuen holen, weil sonst fange ich hier zu doll an zu husten, glaube ich. Durch das ganze Gerede. Halbe Stunde haben wir jetzt. Das läuft doch ganz gut. Vielleicht schaffe ich es doch unter einer Stunde. Vielleicht bin ich ein bisschen zu schnell, aber da müsst ihr jetzt durch, weil ich habe doch einiges. Ich werde auch nicht alles zeigen. Habe ich das schon gesagt? Weil ich habe noch so ein paar Sachen, die habe ich schon länger hier. Da hatte ich noch Fragen zu, aber ich glaube, das machen wir später. So, das habe ich gesagt. Spüllappen habe ich gesagt. Die Sneakersocken habe ich gesagt. Genau. Und jetzt sind wir ja bei dem, was ich auf den Nadeln habe. Da steht gar nicht alles drauf. Das habe ich gesagt. So. Dann habe ich angefangen. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich finde das doof für die Kinder, was zu stricken, was mit Klamotten zu tun hat. Weil die so schnell rauswachsen, das lohnt sich nicht. Aber ihr kennt meine Miserie mit dem Polyacrylgarnen. Und ich dachte mir jetzt, Scheiß, jetzt fängst du an, das zu verstricken. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das liegt hier und verstrick das doch einfach. Und da habe ich gefunden die Philo Blue Linda. Das ist ein 100% Polyacrylgarn. Ja. Und da laufen 150 Gramm 342 Meter. Und dann habe ich überlegt, was machst du damit? Ich wollte schon lange mal einen Pulli stricken. Und dann habe ich gedacht, okay, strickst einen Pulli. Und da habe ich mir die Anleitung vom Flachs genommen. Tien Kernitz ist das, glaube ich, ne? Dem Flachs von Tien Kernitz. Und da bin ich jetzt so weit. Der Vorteil ist natürlich bei so Kinderpullis, ne, das geht ja schnell, ne? Wie gesagt, vorgestern habe ich damit angefangen. Gestern noch den angefangen, den Spüllappen. Also der geht schnell von der Hand. Ich weiß auch gar nicht, was das für Nadeln sind. Ich bin der Meinung, das sind Fünfer. Ich habe mir die einfach angeguckt, hatte mein Nadelmaß nicht hier oben und habe die einfach mitgenommen, weil ich dachte, das passt ganz gut von der Optik. Ach, runter. Ja, das sind Fünfer. Fünfer oder fünfeinhalb? Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Genau. Wie gesagt, Polyacrylgarn, der Flachs. Und der Flachs hat ja die Besonderheit, ich stricke jetzt erstmal genau nach Anleitung, dass der hier oben am Arm kraus rechts ist. Ne? Genau. Unten halt glatt und oben kraus. Und den hatten wir gestern schon mal übergezogen. Und der passt ihr ganz gut. Ich kann jetzt nicht sagen, Kind Nummer 1 und Kind Nummer 2, weil meine Kinder sind gleich alt. Deshalb geht das natürlich nicht. Also für eines der Kinder gibt es schon mal einen Pulli. Aus dieser Wolle und ich habe davon noch von der Farbe jetzt hier, von den Türkis, habe ich noch ein ganzes. Das werde ich auch noch anfangen müssen für die Ärmel auf jeden Fall. Da wird mir das hier nicht ausreichen. Und dann habe ich das ganze Garn nochmal zweimal in Schwarz und zweimal in Weiß. Und ich denke mal, dass ich mit den anderen, mit den Schwarzen und dem Weißen für das andere Kind, das ist mehr so ein Kleidertyp, auch diesen machen werde, aber halt verlängern als Kleid und dann in schwarz-weiße Streifen. Gehe ich von aus. Aber das andere Mädel, das mag keine Kleider. Das soll also nur ein Pullover werden. Kriegt noch lange Ärmel. Laut Zentimeterangabe bin ich so weit, dass ich Bündchen machen kann. Mir kommt das aber doch noch sehr kurz vor. Ich werde da noch ein bisschen dran rumstricken. Aber der geht ganz schnell. Das ist ja die Wolle. Doch, das ist gut. Und ich finde das auch so schön mit diesen Krausjungen. Und der hat auch, sie hat ihn angezogen und der hat auch eine richtig schöne Passform, wie ich finde. Das kann ich, auch für mir mir ganz gut vorstellen. Da kann durchaus sein, dass ich da viel in Resten mal gucke, was ich da so habe. Weil ich habe ja jetzt auch einiges an Dropsresten, ne? Und wenn man das so ein bisschen kombiniert miteinander, warum nicht? Oder einfach Fingering Garn doppelt hält,
das Ganze faded. Ich finde, er hat eine sehr schöne Passform, ist super leicht zu stricken. Den gibt es ja auch in einer Fingering-Variante, ist ja der Flux Light. Aber ich würde das doch in dieser etwas dickeren Version bevorzugen. Also, wie gesagt, ein sehr schönes Teil, wächst vor sich hin. Mal sehen, wann der fertig wird. Ich habe auch die Anleitung hier, falls man mal sehen will, aber es ist schlechte Ausdrucke hier. Den gibt es ja von Größe Bibi nach 4XL, ne? Also von 0 bis 6 Monaten bis 4XL. Also für jeden was dabei. Das ist halt so eine simple Sweater-Anleitung, ne, wenn man so will. Ja, genau, den habe ich auch angefangen. Also wie gesagt, jetzt ist die Monogamstrickerei ein bisschen vorbei, habe ich das Gefühl. Aber ist ja gar nicht schlimm. Dann habe ich auf den Nadeln, das kennt ihr auch noch nicht. Der steht auch schon so lange auf meiner Pipeline. Den hatte ich nach meinem Jenny Flower angefangen und dann kam die Teststrick. Das heißt, der liegt schon über einen Monat rum, ohne dass da was dran passiert ist. Lange auf meiner Pipeline der Hoodie-Schal-Cardigan von Susanne Sommer. Den habe ich angefangen zu stricken. Liegt jetzt halt, wie gesagt, schon sehr lange rum. Schon lange nichts mehr dran gemacht. Den möchte ich aber auch gerne irgendwann mal fertig haben. Und natürlich ist er wieder auf dem. Uiuiui. Was war das? Auf ein viel zu kurzes Seil. Ich weiß nicht, was das gerade war. Auf ein viel zu kurzes Seil, auf jeden Fall. Ich zeige das mal von hinten. Der ist soweit. Also da sind die Ärmel auch abgeteilt. Hier. Die Ärmel sind abgeteilt. Und da bin ich jetzt gerade am Körper. Da hatte ich jetzt diese. Wie soll man das denn zeigen? Diese. Da bin ich jetzt mit diesen verkürzten Reihen sozusagen hier hinten durch, dass das wieder auf eine gleiche Höhe kommt. Weil man ja vorher nur so ein Dreieck strickt und dann fehlt ja da überall was. Da macht man halt verkürzt rein. Da bin ich jetzt durch und ich müsste jetzt den Körper halt runterstricken, ne? Und da kamen dann halt diese Teststricks dazwischen und dann war das Thema auch erledigt. Die möchte ich aber gerne haben. Ja. Wolle ist ganz günstige Sockenwolle. Ja, Sockenwolle. Also nichts kuschelig Weiches. Aber stört mich ja nicht. Das ist in Kraus gestrickt worden hier. Das Dreieck ist in Kraus rechts gestrickt worden, in Streifen von beiden Farben. Und da unten geht es jetzt in der Farbe weiter. Das ist dieses Knäuel. Ja, ich finde, das mustert sich ganz hübsch. Wenn das so. Also hier bei dem verkürzten Reihen hat das ja so Streifen gemacht. Wenn das jetzt so bleibt, wäre natürlich echt cool, ne? Und dann finde ich ganz schön bei diesen Cardigan diese Art der Abnahme und Zunahme. Das muss ich jetzt mal eben gucken. Das finde ich ganz hübsch. Ein bisschen auseinander. So. Das bildet hier so eine coole Naht. Das finde ich ganz hübsch. Kann man das so ein bisschen. Ach, das mit dem Licht geht gar nicht, ne? Das bildet hier so eine coole Naht und dann gehen die natürlich hier so weg. Und das finde ich richtig, richtig schön. Ja, das finde ich richtig, richtig schön. Ja, aber irgendwas ist mir hier runtergefallen. Ich denke mal, das war irgendwo mal schon Markierer. Ob der was zu sagen hatte, weiß ich nicht. So, auch nicht. Sorry. Ah, hier ist was. Das war ein Maschenmarkierer, aber was soll der sagen? Eigentlich sind hier die Maschenmarkierer drin, die ich brauche. Zwei Stück mehr brauche ich nicht. Also, das ist er. Sagen wir mal von der anderen Seite, von unten. Wie gesagt, da macht man erst so ein Dreieck. Und dann kommt da nachher noch eine Kapuze dran. Ob ich die mache, weiß ich nicht. Das liegt da, je nachdem, ob mir mein Garn reicht oder nicht. Das ist von der meine Hauptfarbe sozusagen. Und da habe ich noch so ein ganzes Paket von. Das ist so ein Paket gewesen hier. Zwei Stück hatte ich davon. Das ist einfache, wie gesagt, Sockenwolle. Ja, also nichts Besonderes. Da habe ich also noch 2x50 Gramm von der Hauptfarbe und von den Lila habe ich auch noch. Zwei und dieses angefangen und da müsste ich noch ein ganzes Jahr auch noch von haben hier drin. Der Hoodie Shawl Cardigan. Den stricke ich auf 3,5er Nadeln. Jawohl. 3,5er Nadeln. So. Den kennt ihr aber auch schon, haben auch schon mehrere gestrickt. Den habe ich nur noch nicht, Entschuldigung, dass ich weg bin. Den habe ich nur noch nicht bei Ravelry eingestellt. Das habe ich noch nicht gemacht. Da habe ich auch noch gar keine Fotos von gemacht und gar nichts. Den habe ich auch schon vor einer ganzen Weile angefangen. Aber wie gesagt, der liegt jetzt schon eine ganze Weile. Da müssen wir halt mal weitermachen, ne? Aber ich habe ja auch noch so viel andere Sachen, die ich gerne stricken möchte. Ich habe ja schon wieder, puh, seitdem die Internetverbindung hier steht, ist ja natürlich schon wieder, ne? Dann sieht man so viele Sachen.
Ja, gut. Das ist eigentlich alles soweit Neues, was ich auf den Nadeln habe. Dann habe ich nur noch meine Decken auf den Nadeln, die ihr kennt. Die Song Song Blanket zum Beispiel. Ich kann die euch eben zeigen, da ist nicht viel dran passiert. Das war einfach zu warm. Wir hatten ja auch teilweise 40 Grad, ne? In der Zeit, wo ich nicht aufgenommen habe. Das ist ja die Hölle, ey. Nee. Da kann ich nicht stricken, ganz ehrlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr. Ich weiß nicht. Obwohl, da sind doch ein paar dazu gekommen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Soweit ist die. Da ist ein Marker drin. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden dazu gekommen sind. Und das hier muss ja einmal dieses hier. Bin ich richtige Seite? Ja. Das hier. Wie gesagt, da greife ich einfach in meine Resteboxen. Da denke ich nicht drüber nach. Das und das. Ne? Und eventuell das. Da bin ich mir aber nicht sicher. Also wenn dann vier Stück. Aber das hat ja Zeit. Genau, das ist die Song Song Blanket von der Duck aus Albuquerque. Hat auch einen Podcast. Habe ich die Nadel jetzt hier wieder drin? Muss alles zusammenlassen hier, ne? Genau, das, da habe ich auch ein bisschen dran rumgesteckt. Dann habe ich ja noch eine gehäkelte Restedecke. Da ist aber nichts dran passiert. Da wird auch nicht mehr so viel dran passieren. Ich glaube, ich habe da 5 Quadrate dran gehäkelt oder so. Da habe ich mir überlegt, die Quadrate sind ja doch sehr, sehr klein. Da bin ich in 10 Jahren noch bei. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde die letzte Reihe zu Ende häkeln. Werde das Ganze beenden. Werde ein Stück Stoff hinternähen. Oder auch nicht, das entscheide ich noch spontan. Und werde daraus ein Hundekissen machen. Als Füllung werde ich wahrscheinlich diese Styroporkügelchen nehmen, die kleinen. Da habe ich ja noch so viele von. Das als Füllung benutzen, aber ein extra Kissen vorher nähen, was ich da reinmachen kann. Alternativ halt Füllwatte. Ja. Und da muss ich halt gucken. Also das wird ein Hundekissen. Und ja, dann ich werde das jetzt beenden, werde das Ganze einmal durchwaschen, in Form bringen und werde das dann zum Hundekissen verarbeiten. Wann, weiß ich nicht. Ist aber der Plan. Einfach, weil das sind so kleine Quadrate, da häkle ich ewig dran. Das wird nichts. Da ist das mit der Song Song Blanket schon eher was. Obwohl die auch wieder sehr schwer wird, wie ich das schon merke. Ich denke wirklich, ich bin mittlerweile so weit, wenn ich eine Decke machen will, ich werde wirklich Poliwolle benutzen, weil erstens habe ich davon verdammt viel und zweitens ist das verdammt leicht am Ende. Das ist einfach ein Vorteil. Ja. So, weil meine Corner-to-Corner-Decke, die ich ja gemacht habe, die über 2 Meter groß ist, die zieht sich sowas von in der Länge. Das habe ich ja aus 6-fach Sockenwolle gemacht. Liegt im Moment auf dem Sofa bei uns. Aber so das Wahre ist das nicht. Nee. Genau, so, weiter geht's im Text. Dann habe ich ein bisschen Stash-Zuwachs. Komm, ein bisschen können wir noch machen. 42 Minuten, das geht ja noch, ne? Und zwar habe ich, es knistert jetzt, entschuldigt bitte, bei Bo's Kreativecke, die hat ja einen Podcast. Bo's Kreativecke heißt das. Sorry, beim Gewinnspiel mitgemacht. Und was soll ich sagen? Ich habe gewonnen. Und da kamen diese beiden Stränge zu mir. Das ist Sockenwolle, wie sie sagte. Ich finde die aber echt schön weich. Ja, ich bin auch echt nicht empfindlich, ne? Gott sei Dank nicht. Ich kann ja wirklich alles tragen. Diese beiden, die hat sie selbst gefärbt. Und so gelb-grün, das leuchtet hier natürlich jetzt ein bisschen extremer. Gelb-grün. Und der hier so blau, hellblau, gelb. Genau, diese beiden sind jetzt nicht so unbedingt meine Farben, aber wie man sieht, ich habe halt was Gelbes an. Das ist das erste Teil, was gelb ist in meinem Schrank, ja. Aber ich fand das cool mit diesen Rüschen hier. Das habe ich aber auch noch in Pink, na klar. Nur Pink ist jetzt in der Wäsche. Diese beiden habe ich mich sehr drüber gefreut. Da waren auch noch ein paar andere Sachen im Paket. Die sind natürlich alle schon, ne, klar. Genau, also vielen Dank nochmal an der Stelle für den schönen Gewinn. Und dann habe ich noch ich wollte mich immer fernhalten davon. Ich dachte, warum? Was soll das? Was ist da für ein Hype? Bis ein Ausverkauf gestartet wurde. Also ein Ausverkauf, nicht ein Sale war das halt, ne? Von einer Wollmeise. Eine Online-Sale von einer Wollmeise. So. Dann dachte ich, okay, das ist jetzt deine Chance, um zu gucken, warum diese immer so alle so gehypt haben. Warum die das alle so, ne? Ja. So, da gab es halt Wollmeise-Lace-Stränge, die kosten sonst 45, glaube ich, ne? Ein so Lace-Strang 45 € oder so. So ein richtiger guter, in Anführungsstrichen. Also ohne Knoten, ohne Farbfehler, bla 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 bla. Und da war halt diese Sale, diese Nobody's Perfect Online. Was ein bisschen blöd war, man konnte nur die
Also man konnte sich keinen Strang aussuchen, man konnte nur sagen, will man die roten, die lilanen, die blauen. Halt so, ne? Das heißt, man wusste nicht, was da kommt. Ich habe mich für die roten, glaube ich, entschieden. Und das kam dann auch. So, das ist jetzt mein erster Wollmeise Lace. Was ich damit mache, weiß doch keiner. Und da steht ein F drauf, das heißt, er hat einen Farbfehler. Und das ist das Teil. So sieht er. Oh Gott, der knallt aber wahnsinnig doll. Der ist jetzt nicht so heftig. So heftig ist er nicht. Machen wir mal so. Ja, so. Ich komme mal dichter. Ja. Ich muss mal kurz was ausprobieren hier. Wartet mal eben. Ach, das ist ja hell. Muss man einen dunklen Hintergrund haben hier. Irgendwas dunkel, verdunkelt. Warte, dunkel. Ne. Das ist er auf jeden Fall. Meine erste Wollmeise Lace. Ich habe eine Idee, was ich damit machen will. Ich weiß halt nur nicht, ob mir die Farbe so sonderlich zusagt. Die knallt. Verdammt doll, keine Frage. Ja, da ist so lila Pink drin, würde ich sagen, so ein oranger Ton und gerade das Orange, das ist ein bisschen. Ich habe die noch nicht aufgemacht, ich werde ihn auch noch nicht aufmachen. Ja, muss halt gewickelt werden, ne? Wenn es soweit ist, ne? Das sind jetzt 331 Gramm. Und 100 Gramm haben ja 525 Meter, das heißt, 300 Gramm haben denn, also 200 Gramm haben denn 1050. 300 Gramm haben 1575 und nochmal 31 Gramm. Ja, vielleicht so 1600 Meter. Jetzt ist das Video umgesprungen. 1600 Meter oder so, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall bei der ersten Wollweise. Ich kann euch auch sagen, was ich daraus machen möchte. Jetzt verstopft meine Nase. Das tut mir so verdammt leid. Ich zeige euch das mal eben. Aber das steht noch in den Sternen. Ich weiß nicht wann und bla bla bla. Das kann man auch gar nicht richtig erkennen. Vielleicht sollte ich das bei Ravelry eben raussuchen. Das ist der La Passionaria Cardigan. Von. Weiß ich doch nicht von wem. Oh nein. Komm. Nein. Nein, 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 nein. Das ist auch eine kostenlose Anleitung. Die hat gar kein Geld gekostet. Wenn ihr einen Moment Geduld habt, dann schaue ich doch mal eben. Ich habe die wohl unter meine Dateien abgespeichert. Dürfte nicht lange dauern. Aber dieses Telefon ist auch so ätzend. Komm, öffne mir jetzt meine eigenen Dateien hier. Leute, Leute, Leute. Downloads. Wo bist du? Müsste eine kostenlose Anleitung gewesen sein, sonst hätte ich die nicht auf dem Handy, sonst hätte ich die nur in den Favoriten. Und zwar ist das eine Jacke, ein Cardigan mit Perlen. La Passionaria Cardigan. Oh Gott, das ist eine Katastrophe. So kann man das ganz gut sehen, ne? Also ein einfacher Cardigan und der hat halt hier, ich hole es mal dichter, so dicht wie es kann. Der hat halt da ein Lace-Muster. Und Perlen mit drin. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Ich weiß aber nicht, ob ich dafür die Geduld habe und ob mir die Wollmeise Lace dafür reicht. Das weiß ich nicht. Das ist der Plan dafür und ich weiß auch nicht, ob das gut aussieht. Ich hätte gerne, oh, ich hätte gerne, wenn ich ehrlich bin, so mehr lila Töne gehabt, ne? Ich habe mir auch schon geärgert, dass ich die roten genommen habe. Ich dachte, das wird pinker. Ja, gut, ist jetzt so. Also nicht hundertprozentig mein Fall, aber jetzt ist sie da und jetzt ist das so. Ich weiß halt nicht, ob das gut aussieht in dieser Jacke. Das weiß ich halt nicht. Könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Zum Beispiel. Genau. Ich habe noch mehr Wolle gekauft. Habt ihr noch Bock? Oder nicht mehr so? So. Im Wollladen. Wir waren, ich mit meiner Mom war im Wollgeschäft. Es ging halt hauptsächlich um Garn für den Forbridge-Sweater. Den Colorwork-Sweater. Und da kam noch ein bisschen mehr mit. Weil die haben immer so schöne Regale mit einem Ausverkauf drin. Ne? Und da stöbern wir sehr gerne drin rum. Und da habe ich mir mitgenommen
Von online die Linie 403, die Marina, die war auch reduziert. Das ist so ein Bändchengarn, Strickkordel, wollte ich mal ausprobieren. Habe ich mir einmal in so ein Cremeweiß und in Grau mitgenommen. Da habe ich auch schon einen Plan, habe ich mir aber noch nicht gekauft. Die Anleitung mache ich dann, wenn es soweit ist. Mir fällt jetzt auch gerade der Name nicht ein. Habe ich einen Plan für, auf jeden Fall. Da weiß ich, was ich mache. Dann, sorry, dass ich jetzt mal kurz weg bin. Und dann hat meine Mom gedacht, ach, das ist ja günstig, das Garn. Und zwar ist das Garn von Lana Grossa. Und zwar die Wii, die ist ekelhaft. Die Wii, die Save the Children Kollektion. Da hatten die doch die beiden Farben. Das ist halt auch ein Bändchengarn. Und da ist halt, es steht halt was drauf. Da steht zum Beispiel We Save the Children. Das ist irgendwie so eine Wolle, so eine für eine gute Aktion halt, so eine Wolle, wo da ein Teil vom Erlös gespendet wird oder so. Da haben wir ganz viel, also ganz viel, da wir sie einmal einen Sommertop draus haben. Das wird wahrscheinlich der Summer Tee, aber in Blatt rechts. Ihr könnt sowieso nichts sehen. Ich sollte das mal mit den Anleitungen lassen. Wann ich dazu komme, weiß ich nicht. Natürlich soll ich das machen. Also, ich habe Sachen auf Pipeline, das ist der Wahnsinn. Ich hoffe nicht, dass das Video bald abbricht. Egal, davon haben wir ganz viel und davon haben wir ganz viel. Das soll für die Kinder sein, das eben für meine Mom. Genau, ein paar Knäule waren halt im Ausverkauf. Warum nicht? Ne? Genau, dann kam das Opal-Abo an, das neueste. Und als das so gekommen ist, habe ich mir mal so überlegt, Entschuldigung, dass ich weg war, ich hab das Opal-Abo ja seit diesem Jahr. Ich wollte es ja mal ausprobieren. Ich finde das auch gut. Aber mir ist aufgefallen, ich habe erst ein einziges Knäuel von den Wollen verstrickt. Als Socken. Ein einziges. Wie ihr schon gesehen habt, war ein Anleitungsheft mit drinne. Das habt ihr ja schon gesehen. Da sind auch wieder die Karussellisocken drin, die schon mal in der Sanita drin waren. Hier so Decke und so Figuren. Da kann man was von machen, klar. Und ich zeige euch das jetzt einmal, was da drin war. Ihr habt das wahrscheinlich schon überall gesehen. Die, die das nicht sehen wollen, die gucken doch jetzt bitte weg. Und auch nochmal für die Instagram-Leute, wenn ihr ein Opal-Abo in der Kamera, wenn ihr ein Opal-Abo fotografiert und das noch nicht jeder hat, wäre es doch freundlich, wenn ihr das auf dem zweiten Bild macht und vorne ein Spoiler-Bild reinpackt. Das macht natürlich nicht jeder. Dementsprechend habe ich das schon vorher gesehen, aus Versehen, habe schnell weggescrollt. Aber gut, ein bisschen habe ich halt gesehen. Ist jetzt so, kann man nicht ändern. Aber vielleicht denken die Leute mal dran, dass das vielleicht nicht jeder sich spoilern lassen möchte. Egal. So, Knäuel Nummer 1. Ach, die Farben kommen überhaupt nicht rüber. So wie ihr das seht. Das war drin. Ja. Ihr habt das schon gesehen. Ich weiß das, aber ich zeige es euch trotzdem nochmal einmal. Dieses bunte Teil. Das finde ich ganz cool. Das bunte Ding. Einmal sowas hier. Ja. Und das. Ich wollte das ja dieses Jahr laufen lassen. Ich denke, ich weiß nicht, ob ich es danach weiterlaufen lasse oder ob ich es dann abbestelle. Ich weiß noch nicht. Einfach, weil, wie gesagt, ich habe gerade mal einen Knäuel davon verstrickt. Von diesem ganzen Jahr über. Finde ich ein bisschen wenig. Ich habe aber schon Plan, was ich machen will. Und zwar will ich gerne zweifädig halten. Ich warte jetzt noch das letzte Opal-Abo ab und dann hole ich mir alle die zusammen, die zu einer Familie gehören, sozusagen, weil das sieht man ja wohl. Und dann werde ich das doppelfädig halten und werde mir einfach bunte Pullis draus machen oder so. Mal gucken. Irgendwie sowas in der Art. Ne? So. Und dann im Wollgeschäft gibt es ja auch Stoff. Und da haben wir uns auch ein bisschen Stoff mitgenommen. Das zeige ich euch einmal. So ein richtig schöner Stoff, der war im Angebot. Einmal so einer hier. Schön, ne? Oh, der ist so toll. Das ist so Jersey, ja. Der ist so schön. Immer, glaube ich, 2 Meter haben wir mitgenommen. Ja, der ist so schön. Ich will den nun nicht mehr in meiner Nähmaschine vernähen, weil ich Angst habe, ich mache mir den kaputt. Ich hätte da gerne einen Overlock für. Da sind wir im Moment so ein bisschen am gucken, ob wir da eine günstige finden bei eBay oder sowas. In der Farbe. So toll, der Stoff ist so toll, der ist so weich fließend, der ist so schön. Der ist ein bisschen dunkler, wie ihr ihn jetzt seht, ja. Die Farbe habe ich mir natürlich ausgesucht. Ja. In der Farbe.
Und in so ein Rot noch. Ist auch ein bisschen dunkler, als wie ihr das jetzt seht. Genau, das ist alles der gleiche Stoff. Der kommt normalerweise, kommt der Meter da 15,90 €. Das ist auch ein bekannter Stoffhersteller, aber ich weiß jetzt nicht von wem, keine Ahnung. Da kommt der Meter sonst 15,90 €, der Meter. Ey, jetzt rechnet euch mal zusammen, was ich ja an Geld eigentlich habe. Ja, diese Farbe und diese Farbe. Das ist dreimal 2 Meter. Der war ein Angebot für 5 € der Meter. Das Kleine nimmt man mit, ne? Also, wo man sparen kann, kann man sparen. Diese drei Stoffe, ach, die finde ich so toll. Aber wie gesagt, ich noch nicht verarbeitet und nix, ne? Dann habe ich, ach, ich habe so viel neue Zuwachs. Ich denke, dass, ach, das so andere Stoffe noch und so. Also so ein Haufen Zeugs eigentlich. Das kann ich euch nicht alles zeigen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das ist einfach so. Ich habe mir noch ein Nähbuch geholt. Das habe ich auch schon mal bei Instagram gezeigt. Selbst genäht sind alle meine Kleider. Da sind sehr schöne Modelle drin. Ich bin eigentlich nicht der Kleidertyp, aber das hat mir doch schon gefallen. Ich zeige euch einmal, dass ich euch einmal die Hauptseite zeigen kann. Die Hauptseite, also wo alle Modelle auf einen Blick drin sind. Hier. Guck mal. Da sind richtig schöne Teile drin. Die kann man auch gut abwandeln, die Kleider. Ja, also da sind richtig schöne Modelle drin. Ich zeige euch mal eben. Ja, klar, ist nicht alles schön, ne? Aber was man auch abwandeln kann, so als Tunika, ne? Das würde mich ja auch mal reizen, sowas zu nähen, ja? Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wo ich das anziehen sollte. Davon mal ab und ich weiß auch nicht, ob mir das steht, ne? Aber reizen würde mich das schon, das zu nähen. Ich finde das hier zum Beispiel sehr hübsch. Ich würde es halt nur kürzer machen, dass es dann als Tunika ist. Finde ich nicht schlecht. Ich zeige es jetzt doch euch hier, ne? Und das finde ich auch cool. Ist natürlich sehr sportlich, lässig, elegant, ne? Finde ich auch gut. Ja. Schritt-für-Schritt-Anleitung drin. Also super Teile. Also wirklich. Ne? Ach, ja, hier ist so viel, kann ich jetzt hier nicht alles zeigen. Das sprengt einen Rahmen. Das hier finde ich auch gut. Warte, 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 warte. Ja, wo sollt ihr auch hingehen, ja? Wenn ihr nicht sowieso schon abgeschaltet habt. Das finde ich auch gut hier. Ja. Das wollte ich zuallererst nähen. Das wollte ich im Sommer schon nähen. Habe ich ja nicht gemacht. Bin ich nicht zugekommen. Also das kann ich empfehlen. Kostet 19,99 €. Ist aus... Was für ein Verlag ist denn das hier? Heißt, ist das CV Verlag oder was? Auf jeden Fall aus vom Weltbild habe ich das. Christophorus Verlag. Vom Christophorus Verlag. Schönes Buch. Also für alle, die die Kleider anziehen, ist das toll. Und Schnittmuster sind auch drin, ne? Klar, da. Und Passform, Finder, irgendwie sowas. So ein paar Sachen sind da halt erklärt. Von mir Führer. Schönes Set. Ja, und dann haben wir noch die hole ich mir ja alle 2 Monate. Da sind auch tolle Sachen drin. Bei mir ist nur das Problem, das wird alles in Hin- und Rück reingestrickt. Und ich weiß nicht, ob man das ändern kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass die viele Anleitungen von Sarah Hatton drin haben. In allen Heften meine ich jetzt, nicht nur in dieses, den zum Beispiel. Und von Mary Henderson habe ich auch schon einige Hefte, wo viele Anleitungen drin sind. Ja. Bei dem Pullover ist wieder blöd, der wird von unten nach oben gestrickt. Das mag ich einfach nicht so. Von unten nach oben. Und ich bin nicht so konform, dass ich das umwandeln kann. Da bin ich zu blöd für. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Hier auch zum Beispiel Mary Henderson Cardigan. Der wird halt gestiegt, aber auch von unten nach oben. Hier diese Jacke zum Beispiel, die wird halt in Jacquard-Technik hin und rück reingestrickt. Ja. Ja, klar, ist eine Jacke. Man könnte die natürlich aber auch sticken. Ja. Ich gucke hier eben, aber zum Beispiel der Pullover, ja. Der wird halt in Hin- und Rück rein gestrickt. Und ich weiß nicht, wenn man jetzt so einen Color, hier oder den hier, den finde ich auch ganz interessant hier. Ne? Der wird auch in Hin- und Rück rein gestrickt. Und da ist halt die Sache die, wenn man jetzt so diesen Chart hat, ja. Und man sagt, man will das, das wird alles. Ja, das wird alles aneinander genäht dann bei diesem Teil. Wenn man jetzt sagt, man strickt das in Runden,
ne, so in Runden halt, mit dieser Strickschrift, ne, mit diesem Muster. Da steht ja dann immer in Farbe A, Hinreihe eine Masche rechts und Rückreihe Masche links, ne, und in der und dann mit der anderen Farbe halt anders, ne, Hinreihe rechts, Rückreihe links, ja, ist klar. Also man schickt in die Hinreihe immer rechts und in den Rückreihe immer links. So. Dann sind ja auch dementsprechend im Chart immer Hin- und Rückreihen eingezeichnet, richtig? Denke ich mal schon. Ich kann euch den Chart jetzt natürlich nicht zeigen. Dann sind im Chart immer Hin- und Rückreihen eingezeichnet. Wenn ich das jetzt in Runden stricken will, stricke ich dann immer bloß die Hinreihe, was, und lasse die Rückreihe einfach außen vor, oder wie ist das? Also wisst ihr, wie ich das meine? Das verstehe ich nämlich nicht. Das kann ich nicht. Und das ist beim Lace das Gleiche, wenn das in Hin- und Rückreihen geht. Und ich sage, ich möchte das aber lieber in Runden stricken. Lasse ich dann die Rückreihe einfach weg, oder wie ist das? Oder so. Wisst ihr? Bin ich so blöd für? Kann ich nicht. Hier zum Beispiel, das ist auch die Mary Henderson. Ich glaube, da hatte ich das letzte Mal auch schon Handschuhe von ihr gestrickt. Also das ist mir aufgefallen, dass mir der Name kommt sehr oft in den Heften vor. In mehreren jetzt schon. Ja, also geht so. Ich freue mich aber auf die nächste, die kommt. Da sind so ein paar Sachen drin, die würden mich schon reizen. Da ist halt nur wieder die Frage, ne? Wird es von unten nach oben, von oben nach unten, wird es in den Rück rein und bla bla bla. So wie in der letzten Zeitung, dieser Pulli, den fand ich ja auch total cool. Der wird aber auch in Hin- und Rück rein gestrickt. So ist das. So. Ich würde sagen, ich bin durch. Ich habe noch eine Sache. Für alle, die noch dran sind, ich möchte noch ein Tuch stricken von Susanne Sommer. Hatte eine Umfrage bei Instagram gemacht, ob jemand Bock auf einen Karl hat, dass ich nicht alleine stricken muss. Ja, die Resonanz war jetzt so, holala, ja. Die Leute, die mitgemacht haben, haben wohl Bock drauf. Ja, okay. Es haben jetzt aber nicht so viele Leute an der Umfrage teilgenommen. Deshalb einfach nur so. Ich würde gerne in dem Brioche Crush, den man auch hier nicht sehen kann, von Susanne Sommer stricken. Das ist eine Kaufanleitung, findet man auf Ravelry. Den würde ich gerne stricken, und wer Bock hat mitzumachen, kann ja gerne mitstricken, kann mir mal Bescheid geben. Bis ich den anfange, dauert es noch eine Weile. Also noch fange ich den nicht an. Vielleicht so Oktober. Ach, Oktober, wir haben nächste Woche schon Oktober. Vielleicht so Mitte, Ende Oktober oder so. Ich will jetzt erstmal ein paar Sachen hier noch abarbeiten, und dann so Mitte, Ende Oktober werde ich den anschlagen, und wer Bock hat, kann gerne mitmachen. Ja, genau. Machen wir es so, weil ein Karl starten macht da, glaube ich, jetzt so keinen Sinn. Aber wenn jemand Lust hat mitzumachen, sehr gerne würde ich mich darüber freuen. Können wir uns gerne austauschen. Kann man sich ja dann darüber unterhalten, wie und wo, ob man da einen Hashtag macht oder wie auch immer. Genau. Könnt euch das ja mal angucken. Wie gesagt, Brioche Crush. Ich habe ja schon mal einen Karl gemacht, ganz am Anfang meiner YouTube-Karriere. Das war jetzt auch nicht so der Burner, deswegen wollte ich das eigentlich gar nicht mehr machen. Aber ich dachte mir, wenn jemand Bock hat, den zu stricken, dann kann man das ja auch gemeinsam machen und sich überlegen, ab wann und so weiter und so fort. Ja, das war das Strickige gewesen, würde ich sagen. So, wenn es euch interessiert, wir sind umgezogen, habe ich schon gesagt, ne? Wir haben relativ zügig doch eine Wohnung gefunden, die passt. Wir sind jetzt in der Doppelhaushälfte, ist natürlich alles ein bisschen kleiner, ein bisschen beengter. Ja, aber es ist okay. Es ist alles auf dem neuesten Stand. Das Haus ist neu gedämmt. Das Haus hat neue Sanitäranlagen. Es ist alles neu. Neue Heizung, neue Stromleitung. Es ist alles neu. Das hatte ich natürlich im anderen Haus nicht. Das Dach ist neu. Wie gesagt, die Dämmung ist neu. Hier ist alles neu. Ich habe hier einen Heizkostenabschlag gekriegt. Da dachte ich, jo, mehr willst du nicht? Ne? Das ist aber gerade mal die Hälfte von dem, was wir vorher hatten. Noch weniger als die Hälfte. Ich hoffe natürlich, das reicht auch. Weil, was werden wir hier haben? Vielleicht 110 Quadratmeter maximal. Ich glaube, wenn überhaupt. Weil ich weiß jetzt nicht, ob man den Dachboden mitrechnen kann oder nicht, ne? Weil der ist wohl ausgebaut. Und das andere Haus hatte 145 Quadratmeter und war halt offen. Verdammt extrem offen. Vom Keller bis nach oben. Das habe ich hier jetzt nicht. Hier habe ich überall Türen, die ich schließen kann. Zum Keller, ne? Schließen kann. Weil, ne? Klar. Dementsprechend sollte man da auch weniger heizen können. Ich habe ja auch nicht so einen riesen Flur wie in der anderen Wohnung. Klar, sind doch viel weniger Quadratmeter, keine Frage. Der Umzug ging also relativ zügig vonstatten. Wir mussten alles renovieren hier drin, komplett. Die Vormieterin hat das nicht ganz so schön hinterlassen. Ich
Die war am Übergabetermin auch noch nicht mal fertig, um die ganzen Sachen rauszuholen. Das war alles ein bisschen sehr ärgerlich. Wir mussten also warten. Wir konnten abends um 8, weil wir hatten ein bisschen Zeitdruck, weil wir uns natürlich darauf verlassen haben, die Wohnung, unsere Wohnung dementsprechend gekündigt haben. Und wir hatten dann einen Tag Zeit, um umzuziehen sozusagen. Das heißt, den Samstag haben wir dann gewartet, bis wir hier rein konnten. Das war dann abends um 8. Da haben wir angefangen, hier drin zu malern und zu renovieren. Schon mal die Kinderzimmer zu streichen und das Schlafzimmer zu streichen. Das haben wir gemacht bis nachts um 3. Nächsten Tag haben wir den LKW geholt morgens und haben angefangen zu ziehen. Genau, das ging dann auch nochmal bis nachts um 12. Haben wir die letzte Tour gefahren. Dann haben wir den LKW wieder weggebracht und um 2:30 oder was nachts waren wir wieder hier. Meine Mutter war so freundlich, hat die Kinder über Nacht genommen, von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag, weil die mussten natürlich zur Schule. Ich habe eine Woche spontan Urlaub bekommen für einen Umzug, Gott sei Dank, das war auch ganz gut so. Mein Mann hatte auch die Woche frei und ja, dann haben wir Montag angefangen, hier weiter zu renovieren und zu malern, alles fertig zu machen. Und innerhalb von der Urlaubswoche war auch soweit alles fertig, dass alles gestanden hat, etc. pp. Genau. Also, das war eine ganz schöne Hauruck-Aktion. Ja. Die ich so auch nicht mehr machen würde, hätte die Vormieterin mit der Wahrheit gespielt und hätte die Wahrheit gesagt, weil wir hatten ja noch einen Monat Zeit. Wir hatten ja gar nicht so einen Druck. Wir hätten ja noch einen Monat in der anderen Wohnung bleiben können. Aber weil sie halt uns sagte, die kann vorher ausziehen und so weiter und so fort, haben wir uns natürlich darauf verlassen, haben den Mietvertrag angenommen zum 1.9. und nicht zum 1.10. Und wir wollen auch nicht doppelt Miete bezahlen, sag ich so, wie es ist. Und dementsprechend hatten wir halt den Druck, umzuziehen, weil den Dienstag danach hatten wir schon Wohnungsübergabe in einer anderen Wohnung. Ja, also mussten wir ziehen, es ging nicht anders. Gut, hat alles ganz gut geklappt. Das Einzige, was jetzt eben noch nicht fertig ist, ist meine Chaosbude hier oben. Hier müssen halt noch Kisten ausgeräumt werden, alles eingeräumt werden, umsortiert werden. Och, das ist das ganze Kram, ne? Und da merkt man halt auch erstmal, wie viel man eigentlich hat. Und das ist für mich auch der Grund zu sagen, ey, ich muss jetzt erstmal keine Wolle haben. Ich sag's ganz ehrlich. Das Problem ist halt einfach nur, wenn man dann halt ein Teil sieht, was man gerne stricken möchte, fällt einem auf, dass man zu wenig Hauptfarbe hat, weil man zu wenig bunte Einzelstränge hat. Ganz einfach. Das ist immer der ausschlaggebende Punkt, warum man Wolle kaufen geht, glaube ich. Weil man immer nur doll diese Einzelstränge hat. Ja. Also das war so viel zum Umzug. Es hat ganz gut geklappt. Die Kinder mussten die Schule wechseln, weil wir sind einen Ort weitergezogen. Dann habe ich gleich das Negative mit dem Positiven verknüpft und die Kinder in der Schule hier in diesem Ort angemeldet. Und bin auch sehr zufrieden damit, so wie das ist. Die lernen hier verdammt viel mehr als wir im anderen Ort. Das war eine Katastrophe. Wenn man auch die Sitzenbleiberzahl sieht an der anderen Schule, muss da was passieren. Und ich glaube, da ist auch dieses Jahr was passiert, weil es einfach zu viele Kinder waren, die sitzen geblieben sind. Und das kann meiner Meinung nach nicht immer nur an den Kindern liegen. Die können nicht alle so blöd sein. Das geht nicht. Vor allem, weil ich auch merke, die kriegen ja jetzt auch Noten seit diesem Jahr, weil die in der dritten Klasse sind. Das läuft ja viel besser hier. Die lernen ja viel mehr. Dadurch, dass sie schon Hausaufgaben aufbekommen, sind die gezwungen, nachmittags zu lernen. Klar. Es ist einfach eine ganz andere Sache. Die Betreuung ist da ganz anders. Das erste Mal, vorgestern, habe ich die abgeholt und da haben die mich echt gefragt, können wir noch ein bisschen hierbleiben? Das war das allererste Mal, dass ich sowas gehört habe von meinen Kindern. Ob die noch in der Betreuung bleiben dürfen, da war in einer anderen Schule gar nicht dran zu denken. Da wollten die gar nicht hin. Da habe ich die ständig Anrufe bekommen, ich habe Bauchschmerzen, die abholen, bla bla bla. Ja, also. Das ist schon alleine der Grund, das hat schon positive Auswirkungen. Also wir wohnen jetzt halt, wie gesagt, einen Ort weiter, aber gar nicht viel weiter. Das sind 4 Kilometer weiter weg. Aber halt anderes Einzugsgebiet, andere Schule, ne? Konnte ich natürlich gleich machen. Ich hätte dich auch da lassen können, ne? Aber nee, da dachte ich gleich, okay, tust du mal gleich was Gutes für deine Kinder und machst das und ziehst die positiven Sachen aus der ganzen Sache. Ich muss natürlich jetzt weiter zur Arbeit fahren, ne? Morgens alles ein bisschen früher und aber gut. Es ist halt nicht weit, es ist halt nur verdammt viel Berufsverkehr morgens unterwegs, wenn man Kinder zur Schule gebracht hat und dann weiterfährt. Das ist schon Wahnsinn. Also es ist ein Unterschied, ob man morgens um 7:45 fährt oder ob man nachmittags um 1 fährt. Ja, vom Verkehr her. Ich brauche verdammt lange bis dahin. Ja, wo man sonst 5 Minuten fährt oder 6, brauche ich morgens in der Schule. Zeit, das waren 10 Minuten, ne? Das ist Wahnsinn. Aber gut, da gewöhnen wir uns auch dran. Das wird schon alles funktionieren.
Und ja, sonst gibt es eigentlich jetzt nichts weiter zu sagen. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, und ich freue mich auch, wenn ihr meinem Kanal treu geblieben seid. Und ja, danke, dass ihr so lange gewartet habt. Wie gesagt, das nächste Video, jetzt kommen wir mal gleich wieder zum anderen Punkt, dauert auch wieder ein bisschen, weil hier fangen ab nächste Woche wieder Herbstferien an, 2 Wochen. Das heißt, die nächsten 3 Wochen kommt definitiv nichts. Und dann müssen wir mal weiter gucken, wie war, ja, weil meine Arbeitszeiten haben sich auch ein bisschen geändert durch die neue Schulsituation und so. Und ich habe nicht unbedingt immer freitags mehr frei. Deshalb, da muss ich gucken, wie sich das entwickelt, wie das kommt. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Kommt ein Video, wenn es kommt, und wenn nicht, dann halt nicht. Genau. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und bis wir uns das nächste Mal sehen, habt einen schönen Tag.